Hi, heute stehe ich bei einem Bienenvolk einer Kundin. Die ist nicht da, deswegen mache ich jetzt das live für die Kundin und für die anderen YouTube-Zuschauer. Wir müssen das Bienenvolk heute durchgucken und auch behandeln. Also durchgucken nicht wirklich, wie immer gilt halt, eine Durchsicht macht nur dann Sinn, wenn von der Hinterklappe Anomalien im Bienenvolk erkennbar sind, dann lohnt sich eine Durchsicht. Sofern hier alles okay ist, mache ich nur die Klappe auf, behandle die Bienen und ja, wir fangen einfach mal an. Laut meiner Kundin ist diese Platte jetzt 14 Tage drin. Das ist auf jeden Fall mal ein viel zu hoher Milbenfall, brauche ich gar nicht durchzählen, da brauchen wir in allen Fällen eine Oxalsäurebehandlung. Und wenn jetzt mein System nicht wieder vom Holz aufgequollen ist, dann sollte ich diese Platte hier ziehen können. Leider nicht. Ja, ist halt dieser Holzverzug, da müssen wir im nächsten Jahr mit unserer Technik nochmal nachlegen, weil vom System ist es eigentlich gedacht, dass man auch das Gitter gerade rauszieht, so wie die Windel, und dann alle runtergefallenen toten Bienen sozusagen auf die weiße Platte fallen und dann auch der Besengriff innerhalb des Bienenvolkes nicht mehr notwendig wird. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Voilà. So. Dann müssen wir das halt so machen wie im Regelfall. Klappe öffnen und dann eben Leichen ausfegen. Das Bienenvolk sieht sehr schön aus. Da machen wir uns mal keine Gedanken. Natürlich haben wir hier Leichenfall und selbstverständlich sind hier noch viel zu viele Varroamilben drin. Aber ich sehe da jetzt nicht wirklich ein Problem bei dem großen Volk hier. Also bei so einem Volk lohnt sich eine Durchsicht absolut nicht. Da wird jetzt nur behandelt mit der Oxalsäure. Und wie ihr ja hier auch an der Seite seht, ich habe hier einfach mal auf Verdacht Ersatzfutterwaben schon mitgebracht. Die können wir da auch nachher gleich einsetzen. Das hier ist doch mal ein super geniales Bienenvolk. Wow. Richtig schön groß. Großes Volk bekommt auch große Futterwaben. Dann habe ich die ja auch genau zur richtigen Zeit hier mitgebracht, die Waben. Nur überlegen, ob wir vielleicht hier noch mal eine Wabe schieben sollten. Das hängt jetzt von der ab, ob die ein Ticken größer ist wie die andere. Ja, korrekt, wunderbar. Also auf solche Details muss man halt einfach achten als Bienenhalter. Ganz leere nach außen.
in der Vermietung gucke ich da in andere, also in anderen Abständen in die Völkereien wie bei meiner eigenen Bienenhaltung. Das liegt einfach daran, dass ich immer geguckt habe, dass die Mietpreise so günstig wie möglich sind. Und tatsächlich ist das für mich ein ziemliches Jonglieren zwischen Geld verdienen und richtige Bienenkontrollen. Durch die vielen Jahre der Erfahrung kann ich so Völker dann doch auch über Wochen relativ gut einschätzen. Ich war hier das letzte Mal vor 6 Wochen. Bin aber trotzdem überrascht über diese doch sehr, sehr gute Entwicklung bei dem Volk. Dass die mit Varroa zu kämpfen hatten, kann man an der Platte unten sehen. Aber dass ich hier meinen Job zur Einwinterung gut gemacht habe, das lässt sich hier auch doch deutlich erkennen. Bei dem Volk muss man aufpassen, dass die im Frühling nicht einen Abgang machen. Weil so ein großes Bienenvolk wird dann logischerweise auch sehr schnell in eine Schwarmzeit im Frühling reinkommen. Also das hier hat Wassermelonengröße von der Überwinterungsmasse her. Also schon über dem Durchschnitt hier das Bienenvolk. Die restliche Säure wird wieder im oberen Bereich geträufelt. Ihr seht ja, hier oben haben wir auch noch Bienen sitzen. Wie immer nehmen wir die zu dicken Tropfen mit der Spritze wieder auf. Okay. Hier, die Biene. Weg mit ihr. Auch hier war mein Verdacht doch schon ganz gut, dass wir hier nochmal eine Wabe austauschen können. Zum Beispiel diese hier. An sich ist die okay. Zumindest von der einen Seite. Nee, leider überhaupt gar nicht. Nee, die ist ja noch nicht mal einseitig verdeckelt. Und hier kann ich gleich das Problem zeigen. Seht ihr, was da raussifft? Das ist Zuckerwasser mit einem viel zu hohen Wassergehalt. Das haben die Bienen im Spätjahr nicht so toll verarbeiten können. Und von einem anderen Bienenvolk, wo ich vereinigen musste, habe ich dann zum Beispiel solche tollen Honigwaben rausnehmen können. Die setzen wir jetzt natürlich in dieses wunderschöne Volk hier ein. Das tut den Bienen definitiv besser, wie so eine verwässerte Futterwasserwabe. So, wenn es mein eigener Bienenstand wäre, würde ich jetzt hier in den nächsten 6 Wochen noch mal gucken, da das Volk in der Vermietung steht und ich hier keine Notwendigkeit sehe, mache ich den nächsten Termin Mitte Januar. Das wäre dann in 7 oder 8 Wochen wieder. Soweit so gut. Das Bienenvolk bekommt hier auch eine volle Punktzahl. Behandlung haben wir gemacht, Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut, Honig haben sie auch gut gemacht. Bis auf die eine Wabe, aber man muss ja immer das Gesamtbild rechnen. So, mal wieder zu. Klammer wieder drauf. Der Kuckuck kommt auch wieder an seinen Platz. Das ist der Schutzkuckuck hier für das Bienenvolk. Und ansonsten gibt es hier nichts mehr zu tun. So ein Bienenvolk kommt zu 100% über den Winter. Und ja, ich kann nur sagen, das freut mich natürlich jetzt absolut, dass hier ein weiteres Bienenvolk so hervorragend aussieht. Tschüss!